Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Uah, das sind ja beide auf einmal. Das will ich nicht. Nein, nein, nein. Messer. So. Dieses war der erste Streich und der zweite. Der folgt doch nicht so gleich, hä? Wie ich das gerne hätte. Da ist er doch. So, geschafft. Geht doch. So, war ich denn da oben schon mal drauf? Über der Höhle? Ich glaube nicht. Aha, eine Heilpflanze. Das sieht so aus, als könnte ich da hoch. Tatsächlich. Funktioniert das? Aber irgendwie... dann gibt's hier nichts. Das hat sich wohl nicht so gelohnt. Hier sieht's einigermaßen flach aus, dass ich da runter kann. So, und ich brauche 25 Lebenspunkte. Die Pflanzen will ich mir immer noch aufheben zum Brauen. Was habe ich denn? Ich hätte eine... na, keine Goblinbeere, die brauche ich noch. 25, ja, kommt 2×12. Gibt 24. Das sollte fürs Erste reichen. Ach ja, zum Weidenplateau wollte ich. Und da hinten ist Feuer. Deshalb gehe ich zuerst mal dorthin. Gibt's hier was? Ich höre Stimmen. Das hätte ich dir vorher sagen müssen. Hier scheint niemand zu sein. Vielleicht sind die oben. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Ach, verdammt. Die sind wahrscheinlich da oben, hm? Ja, das könnte natürlich das Weidenplateau sein oben. Wäre ja sinnvoll. Plateau oben. Klingt für mich plausibel. Grom! Hey, du! Was treibst du denn hier? Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was treibst du denn hier so? Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt, also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Das klingt nach Orks. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Verdammt, das habe ich doch da oben gefunden, oder? Beim Schäfer und dann selber gefuttert. Ja, vielleicht war das nicht so klug. Ups. Ein paar Wölfe. Ja, die Wölfe schaffe ich. Die Frage ist nur... Ach, das ist gar kein Ork. Das ist ein Troll da hinten. Oh je, und das sind große Wölfe, keine jungen Wölfe. Bleib stehen! Weich nicht zurück! Komm her. Mit einem werde ich fertig, jetzt wenn der andere weg ist. Ah, da habe ich falsch geblockt. Zu früh. Aber egal, das hat geklappt. Wunderbar. Aber mit dem da hinten will ich mich ehrlich gesagt gerade nicht anlegen. Das sieht mir dann doch ein bisschen zu gefährlich aus. Und ich sehe gerade, ich sollte mal wieder bei Gelegenheit etwas Fleisch braten. Das mache ich am besten offscreen, weil das ziemlich nervt. Was kann ich denn hier sonst noch machen, um mich zu heilen? Ich kann nochmal 3 Pilze futtern. So viele hatte ich ja davon bisher nicht, dass ich da jetzt gleich meinen Mana kriegen würde. Aber ich muss halt langsam aufpassen. Und ich glaube, ich habe vorher schon ein paar gegessen. Dass ich nicht plötzlich mal in meinen Mana-Bonus krieg. Ich meine, wegen einem Punkt, das wäre eigentlich auch nicht so wild, aber ich würde es halt schon gern optimieren. Naja, gut. Das war ein kurzer Abstecher durch die Felsspalte durch, aber wo ich ja eigentlich hin wollte, in der letzten Folge, oder seit der letzten Folge, ist diese Steintafel. Scherz. Auf diesen Weg. Gibt's hier noch was im Busch? Nein.
Schade. Nee, da wollte ich ja hin. Hä, was? Warte mal. Hä? Ich dachte, der Weg führt zum Weidenplateau. Bin ich jetzt blöd? Wie komme ich denn da hoch? Wie zur Hölle komme ich da hoch? Kann ich da einfach in die Wand laufen? Nein. Das wäre zu einfach. Da muss ich vielleicht da außen rum. Ah, da drüben geht er, oder? Geht der Weg da weiter? Ich weiß nicht. Könnte sein. Sieht so ein bisschen danach aus. Ein bisschen abgetrampelt sieht's aus. Nicht wirklich nach Weg, aber... Feldweg vielleicht. Also nach... Die Vorstufe zum Feldweg sozusagen. Könnte das sein. So langsam habe ich es raus, wie ich die Feldräuber umbringe. Das hier meine ich. Das sieht so ein kleines bisschen aus wie ein Weg. Führt halt hier leider auch zu Feldräubern. Nee, 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 lass mal. Ja, ist gut. Dann bin ich gerade überfragt, wie ich da hochkomme. Ich probiere es einfach mal hier unten. Aber dann müsste ich wahrscheinlich bald auf den Troll stoßen da vorne. Die drei auf einmal... Naja, es ist ein Scavenger, was soll schon passieren? Und es sind nur zwei auf einmal. What? Die sind stärker? Nee, Moment. Die Wölfe haben wie viel Erfahrung gegeben? Ich glaube 80, ne? Okay, dann ist die Scavenger doch noch ein bisschen schwächer als Wölfe. Aber stärker als im ersten Teil. Im ersten Teil haben die nur 50 Erfahrung gegeben und die Blutfliegen 70. Und ich glaube, die Erfahrung, die man kriegt, ist ziemlich genau die Lebensenergie, die Tiere hatten. Oder die maximale Lebensenergie der Tiere. Und das heißt, die Scavenger sind hier draußen, in Gothic 2, also quasi draußen, außerhalb der Barriere, stärker als drin. Müsste hier nicht irgendwo der Troll sein? Vielleicht da drüben irgendwo. Hey, was? Wer kämpft da? Ohne mich? Banditen. Die wollen bestimmt auch mich, oder? Ich trau denen nicht. Ich gehe lieber mal hoch. Ein Mistvieh weniger. Ich vertraue den Banditen nicht. Jetzt bist du dran. Die wollen mich, oder? Ja, die wollen mich. Tatsächlich wollen die mich. Ja, verdammt. Ich bin ja schon weg. Tschüss. Meine Güte, sind die aggressiv. Hoffentlich bin ich hier richtig. Weil wenn nicht, muss ich da nochmal vorbei an denen. Da habe ich irgendwie gerade gar keine Lust drauf. Aber, ein Ding der Banditen. Yep, das sind tatsächlich die Banditen. Oder ein paar von den Banditen, die ich wahrscheinlich auch suche. Ja, wie heile ich mich? Ja, komm, wisst ihr was? Ist doch jetzt egal. Ich trinke jetzt einfach mal so einen Trank. Dafür habe ich die doch. Weil die Pflanzen, wie gesagt, die will ich, um Tränke zu brauen. Aber die Tränke, die habe ich dann ja letzten Endes, um sie zu trinken, um mich zu heilen. Also, warum nicht gleich so? Zumindest, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Keine billigere am Anfang. Und ja, das hier scheint das Weidenplateau zu sein mit den Bauern. Wahrscheinlich habe ich einen total umständlichen Weg nach oben genommen. Oder ihr Weg nach unten wird tatsächlich von Banditen belagert. Das könnte natürlich sein. Und könnte auch eine Quest geben. Ich könnte natürlich auch mal einfach einen Blick auf eine Karte werfen. Das mache ich doch gleich mal. Und schauen, ob es hier nicht doch einen Weg gibt. Ja, ich glaube, da vorne gibt es einen Weg. Meine Güte, habe ich mich angestellt. Ah, naja, was soll's. Passt schon. Hey, Mark. Hey, du. Alles klar? Noch ein Tagelöhner, der nicht weiß, wohin? Kein Problem. Red mal mit unserem Bauern Bengar. Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Was weißt du über den Pass?
Nicht viel, nur dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle, auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Das sind so Ammenmärchen mit Drachen. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Ja. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Die Paladine sorgen dafür, dass deine Ammenmärchen da nicht rauskommen. Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Ja, die haben Ammenmärchen gejagt. Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Okay. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Ich bemühe mich nicht zu überarbeiten. Nein, ich bemühe mich, mich nicht zu überarbeiten. So rum. So, guten Tag. Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die Onam ja aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Verstehe ich. Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Schon wieder einer? Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Ja, sehr gut. Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Ah. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Widerlich. Man gewöhnt sich dran. Naja, ich sag mal so, also der hat wahrscheinlich nichts mit den verschwundenen Leuten in der Stadt zu tun, wenn er sich nie weiter als ein paar Meter vom Hofe getraut hat. Vielleicht hat er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Das liegt doch auf der Hand. Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Da komme ich her. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Ja, ich fürchte, ich muss mich mit denen mal anlegen. Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wären das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen, eine Waffenlieferung. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Erzählt sich ja so einiges. Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Was hältst du von Ona? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladine aus der Stadt und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten.
Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Una schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen. Was hast du gegen die Königstruppen? Liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommen diese verfluchten Milizen nur noch häufiger auf unser Land und rauben, was das Zeug hält. Und die Paladine machen nichts dagegen. Die einzigen Paladine, die ich je gesehen habe, sind die beiden Wachen vor dem Pass. Die würden sich keinen Meter da wegbewegen, auch wenn die Miliz uns alle abschlachten würde. Ja, die Sache ist halt die, natürlich, die Stadt finanziert sich oder ernährt sich halt darüber, dass sie den Bauern Zeug klaut. Und die Paladine gehören zur Stadt und deswegen werden die Paladine nicht dafür sorgen, dass du nichts mehr geklaut kriegst. Der Pass? Ja, der Pass ins alte Minen. Ja, das kennen wir. Frag mal Malak. Okay, Malak war da, das ist interessant. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide? Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Sekob soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Okay, was sage ich dem jetzt? Wo ist er denn, die verbotene Weide? Aha. Ja, da werde ich wahrscheinlich irgendwas für ihn tun müssen, genau. Die Frage ist nur, was? Und die andere Frage ist, wo kann ich hier schlafen? Und die dritte Frage ist, warum ist diese Folge schon wieder so lang? Ah, jetzt bin ich hier. Da unten ist doch der eine Schatz von dem Typen von den Piraten von Greg vergraben, oder? Kommen die jetzt da hoch? Ernsthaft? Schaffen die das? Nee, ne? Das schaffen die nicht. Gut. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, schaffen die ja doch. Hä? Ich habe gerade irgendwie das nicht hingekriegt, zu kapieren, dass ich schon die Waffen gezogen habe. Und dann haben sie wieder weggesteckt. Ey! Ich wollte den letzten Schlag machen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Schade. 140 Erfahrungen verspielt. Ach, wen haben wir denn da? Benga, Bauer, Malak. Malak, sehr schön. Ich frag mal Malak, ob ich hier schlafen kann. Warte, ich ihm auch nicht mehr helfen. Ach so, das ist ja der. Ich brauch sie das nicht zu fragen. Dann weiß ich gerade auch nicht. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier doch komme. Ich nehme jetzt hier ein Bett. Die werden schon nichts dagegen sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wer erzählt denn so was? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Moment. Hier ist ja gar kein Bett. Wo schlafe ich denn? Da muss ich wohl da schlafen. Ja, wird schon passen, oder? So, bis zum nächsten Mal. Ciao.